Mama hat sich diese Farbe hier ausgesucht, ein wunderschönes Petrol, und die soll sie natürlich bekommen. Und für alle, die jetzt Panik bekommen, weil sie, so wie ich, Holz lieben, ich war bei meinem Kollegen, einem Restaurator, und habe ihn zu Rate gezogen. Und er hat gesagt, Thomas, das Holz ist so verwittert, das kannst du guten Gewissens deckend streichen. Die Kreidefarbe wird jetzt versiegelt mit Wachs und einem passenden Wachspinsel. Mit einem Lappen wäre das hier ein echter Albtraum. Und jetzt setze ich noch dieses neue, batteriebetriebene Uhrwerk in den Kasten ein. Die alten Gewichte haben zwar jetzt nur noch eine dekorative Funktion, aber ich finde, sie passen farblich super zu den neuen Zeigern.